Moinsen, meine Freunde, meine Füchse, hier ist der Oberfuchs, euer Fuchs. Schönen guten Tag. Und willkommen zu einem neuen Let's Play zu Prey. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid und geht wieder weiter mit diesen Weltraum-Action-Gedöns. Und ja, wir sind ja jetzt dabei, also es wird schon immer ein bisschen krasser hier. Also ich glaube, wenn ich nicht langsam mal anfange, ein bisschen meine Waffen abzugraden, dann gehe ich hier langsam echt unter in dem Spiel. Das wird sonst nichts. Weil hier sind schon mittlerweile so viele Gegner, dass man schon gar nicht mehr weiterkommt. Also glaube ich, wird man so ein klein wenig dazu gezwungen, entweder Waffen zu bauen oder nur wegzurennen. Weil sich jedem Gegner zu stellen, macht nämlich auch keinen Sinn. Genau. Also müssen wir uns mal damit beschäftigen. Wir müssen jetzt zwar irgendwie weitermachen. Wir haben jetzt im letzten Let's Play rausgefunden, also wir mussten da zu diesem Fahrstuhl und der ist ja kaputt. Und jetzt müssen wir einen anderen Weg machen. Aber das ist halt alles voll mit diesen ganzen Viechern und es wird alles schon ein bisschen komplizierter. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Wir sind dann schon direkt tot. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Tödliche Kopfrüstung. Lass ihn gehen. P-Ladung und so. Okay. Danke dafür. Wir sind da wieder am Ladebildschirm. Ja, dauert ja jetzt nicht so lange. Ich habe natürlich auch jetzt gar nichts mehr. Zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen sie ganz nach oben. Okay, sehr interessant. Wir brauchen langsam mal ein bisschen Medikits oder sowas. Das wäre schon total toll. Durch die Toiletten durch, ja. Ja, es gibt nur diesen einen Weg. Nice Sache. Nice Sache. Ist schon wieder ein Spiel zum Abtöten. Zum Abgewöhnen. Jetzt wird es langsam zum Abgewöhnen, meine Lieben. Ich hasse das Spiel zum Abgewöhnen. Wenn man nicht einfach mal hier einfach mal ganz entspannt spielen kann. Ja, macht natürlich überhaupt keinen Spaß. So eine Scheiße hier. Kann man das Spiel noch leichter stellen? Schon auf leicht. Traum. Jetzt schon ein Albtraum, das Spiel.
diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Ach man, leck mich doch, Alter. Wir könnten brechen im Strahl und wieder zurück, Leute. So ist es. Man könnte einfach den Strahl durchbrechen. Einfach so. Weil der Ladebildschirm, der Stress. Ladebildschirm, der Stress. Volle Granate. Was kann ich hacken? Habe ich irgendwas, um meinen scheiß Anzug hier zu reparieren? Was kann man denn hier verbessern? Was soll ich hier verbessern eigentlich? Die Waffe hier mache. Cool. Aber das Dumme ist, dass die Waffe keine Munition mehr hat. Yeah! Ist wieder tot. Man ist einfach nur tot, den ganzen Tag ist man tot. So, also das ist, da kann ich schon mal einen kreativen Negativpunkt in dem Spiel sagen. Anscheinend ist man hier extrem krass gefesselt an dem Spiel. Dass es einfach überwiegend schwer ist. Wenn man die Waffen nicht upgradet, hat man einfach Pisse an der Kacke am Start. So, jetzt machen wir das nochmal. So, jetzt müssen wir gleich speichern, weil ich will das jetzt nicht hier ewig machen. Echt scheiße für mich aus. Leute. Ja. Was mache ich jetzt? Ich kann auch zurückgehen in mein Dingelbummel. Schon wieder, Alter. Das ist zum Abbrechen. Ich will mehr im Ladebildschirm als hier überhaupt Spiele, Alter.
Hier ist wieder eine Lobby. Der Weg ist so weit in mein Büro. Also wenn ihr auf vier Ladezeiten Lust habt, ist das Spiel genau das Richtige für euch. Nach dem Ladebildschirm, um noch ein Ladebildschirm zu sehen. Genau das Richtige für euch. Ja, genau. Vital wird im Krieg. Ja. Ich hab das direkt davor. Ein Medikit. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Wieder auf 32. Oh, das Teil hilft mir immer sehr weiter. Mal gucken. Wo ist es? Warnung. Vitalwerte kritisch. Ausfahren. Okay. Gut. Ich glaube, wir beenden es einfach, bevor ich jetzt hier gleich ausraste. Das Spiel wird direkt von der Festplatte gelöscht. Und auch nie wieder installiert. Weil sowas finde ich echt behindert. Das muss sein. So, dann kommen wir auch zum Ende dieses Let's Plays hier. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit Prey geguckt habt. Ja. Wer Bock auf dieses Spiel bekommen hat, trotzdem, der kann sich das gerne einfach mal besorgen, runterladen, whatever. Ja. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Euer Fuchs. Tschüss.